herzlich willkommen zurück bei Star Fox McCloud. Im letzten Teil haben wir hier diesen Kollegen Mammut befreit und er sagt, die Zeit läuft uns davon. Na dann wollen wir mal gucken, dass uns die Zeit nicht zu arg davon läuft. Nichtsdestotrotz nehmen wir mal das hier mit und verschwinden in die Richtung, aus der wir gekommen sind. Der macht uns auch freundlicherweise den Weg auf. Das ist nett. Und hier habe ich keinen Bock zu kämpfen. Muss ich ehrlich sagen, weil die gehen mir mächtig auf den Keks. Die Mäuse, Fledermäuse, brauchen wir noch ein bisschen. Ja, da ist noch Platz für einen. Da könnte man eigentlich hier unserem kleinen Freund mal was füttern. Hallo? Da. Gib ihm mal ein. Wenn er da wieder ein bisschen zu Kräften kommt. Ja, ich weiß, jetzt bist du satt. So, jetzt sind wir wieder hier. Das heißt, ich sollte irgendwie... unbedingt das Wasser umkehren. Jetzt kommen wir zurück. Also gehen wir mal Wasser umkehren. Dam, di, dam, dam, di, dam, dam, dam. Und dann gehen wir zurück ins Tal der afrikanischen Träume. Nein, afrikanischen Gesänge. Geht es. Was anderes? Wir schwimmen. Unten habe ich 0 Bomben. 0 Bombensporen. Das heißt, ich werde mal auf jeden Fall gucken, dass ich ein paar Bombensporen kriege. Ich glaube, mit 0 komme ich nicht besonders weit. 0 ist ein bisschen ganz wenig. In Thorntail-Tal. Zurück. Na komm, rutschen. Kannst du auch runterrutschen? Ah, Mist. Nicht gesehen. Hab keine Lust, gegen das Vieh zu kämpfen hier. Nein, hau ab. Mann! Hab auch keine Lust, gegen den zu kämpfen. Ach, nein. Oh, ja, okay. Halt, komm, wenn du schon kämpfen, dann kannst du dann so gehen. Noch Pest. Okay. So, da brauche ich was davon. Da will ich was haben, weil ich habe überhaupt keine Bomben. Das kann ja wohl jetzt nicht sein. Gib mal ein. Wo kommen wir her? Wo kommen wir runter? Glaube ich. Ja, 3. Das ist der Kasper, der hier rumlief. Und der ist weg. Mann, oh oh. Ich war jetzt ein bisschen nagisch. Wenn ich ein bisschen weiter weg kann. Okay. Zu spät. Jetzt nicht gleich weg sein. Hallo. 5. Ist mir schon wieder einer durch. Okay, einen will ich noch. Bleibe ich auch ein bisschen weiter weg. Mann, ich zitter mit diesem Werfteil um. Und warum fliegt man? Deswegen wollte ich ja auch ein bisschen näher ran. Weil die blöden Dinger sonst mit ihm fliegen. 7 ist zwar noch eine gerade Zahl, aber ich würde sagen, wir besteigen jetzt mal unser Flugzeug. Okay, ich habe genug Sprit, sag ich mal, um zu den Schwarzeisminen zu fliegen, und dann machen wir das auch mal tun. Auf geht's! Okay, ja, da wollen wir hin. Be able to help.
free the Snowhawk by fighting back Spellstone. It's up to you, Fox. Let me out. Also müssen wir die Tochter des Torwächters befreien. Dann machen wir das mal tun. Fly through three gold rings to open the gatekeeper's force field. Ja, toll, das ist ein guter Flieg. Ich flieg so gerne mit dem Ding hier. Go! Wo ist hier ein goldener Ring? Vorne wäre... Oh! Ja, toll. Autsch. Oh Gott. Ja, ja, ich weiß es. Das ist nicht meine Stärke. Wie habe ich hier? Zwei? Nicht. Drei? Den habe ich doch, oder? Ja, habe ich doch. Wie denn noch? Ich hab doch drei. Hä? Ich dachte, ich hätte drei gehabt. Oh, Leute. Silber oder was? Oh Mann! Ah, der war Silber, eindeutig. Den hab sogar ich als Silber erkannt. Aber der doch, oder? Oh! Schwein! Ich kann mit dem Ding nicht besonders gut fliegen, stelle ich fest. Als Qualiste Schwarzeisminen, naja, das können wir mal vergessen, ne? Oh Mann, wo lande ich denn hier? Oh, das sieht gefährlich aus. Das sieht nach Lava aus. Das sieht nach ganz schlecht zum Parken aus. Where are we going? Ja, das ist eine gute Frage. Gucken wir uns erstmal um. Geht's da lang? Weg. Ich glaube, wenn ich hier runterfalle, hat sie es eindeutig für mich erledigt. Oh nee. Oh, das wird aber nicht besser hier. Oh oh. Ein bisschen ausrichten hier. Oh! Das habe ich auch nicht gehabt. Weil gesehen habe ich nicht. Oh oh. Wir hatten hier eine Holztreppe gebaut. Ja, danke. Ja, natürlich ist er. Aber du, wieso ist da jetzt eigentlich Schnee? Ich frag nicht. Aber ich würde mal mit dem hier reden. Hallo. General Scales brachte den Ahnenstein in die Minen. Also, finde den Ahnenstein und rette unseren Stamm. Ja, das ist aber jetzt nicht so eine besonders, ich sag mal, besonders hilfreich. Gut, gucken wir uns mal um. Was ist das hier? Da kann auf jeden Fall der Kurze mal durch. Ah, oh, wenn ich dann... den kleinen blauen Krokofanten angegriffen werde. Ich glaube, mach mal auf. Also lass mal Reserve. Ja, brauche ich. Ist ja nicht so viel Herz drin, ne? Okay. Spricht der mit uns? Auf. Was mit dem? Ist doch irgendwie festgebunden. Boden hier. Die haben aber hier... Die reden nicht besonders viel. Hallo? Spricht hier alles das Gleiche? Ach, du kannst mich mal... Was
Lautsprache setzen? Nee, leider nicht. Was? Wer hat dir gesagt, dass du das darfst? Okay, also hilfreich, besonders hilfreich sind die Kollegen hier nicht. Ach, aber. Kein Bock, mit dir zu kämpfen. Aber hier kann. Ich würde sagen, da kann Tricky auf jeden Fall rein. Feind! Mach ich doch. Wenn der da rein kann, kann ich irgendwann da rein. Gucken wir uns mal um, was es da drin irgendwie gibt. Ein Schellenschlüssel. Öffne damit die Fußfessel des. Aha! Das wollen wir dann mal machen. Mit! Hochgehen. Auch mit. Gehen und gucken, welches Know-how wir hier die Fußfessel lösen können. Ich schätze mal den da geradeaus, ne? Oder dem. Guck mal, wir hatten ja alles Fußfesseln. Nee, oh, Entschuldigung. Also der hat auf jeden Fall. Thank you for releasing me. If you're heading to the mine, then please look out for Belina Tay, the gatekeeper's daughter. She didn't mean to get us into this mess by telling Scales about the spellstone. She did what she thought was right. Please help her. Okay, lady. I'll keep a lookout for her. This might be of use to you. I found it while I was working. It looked important, so I hid it from the sharp claws. Was krieg ich da? Dass ich mich so foxmäßig freue. Ein Brückenzahnrad. Wenn du die Maschinerie findest, zu der das Rad passt, öffnest du damit einen neuen Weg. Ja toll, das heißt, jetzt suchen wir irgendwas, wo wir das einsetzen können. So, wo können wir hier? Ja, wieso ist der jetzt schon wieder rausgekommen? Hau ab, Mann! So, wo kann ich lang? Nein, dann bin ich glaube ich gekommen, also gehen wir mal da lang. Orientierungsmäßig schwierig. Außerdem hilft einem hier ja keiner, ne? Hier geht's. Und gucken uns mal hier um. Okay, da ist aber auch irgendwo blöd. Aha! Ja, da können wir das Ding doch gleich mal einsetzen. Das ging ausnahmsweise mal etwas schneller. Und nun? Ah, da ist ein Hebel. Hebel ist immer gut. Und was passiert? Ach, jetzt kriegen wir da eine Brücke rüber. Das ist aber nett.
Aber ich sollte da irgendwie schneller hochklettern, weil die Vögel hier, die schießen heftig durch die Gegend. Ach nee, der kommt auch schon wieder aus dem Boden. Nervt, Mann. Den mach ich auch wieder. Raus, steh auf. Ich weiß, dass du nicht tot bist. Jetzt. So. Gucken wir mal über die Brücke rüber. Kann da immer was raus. Guck euch mal die Augen an. Oh nee. So einer. Das war ein Nahaufnahmen-Totschlag. Ich kann nicht mit dem Stab anfangen. So, da auch nicht. Da kommen wieder zwei. Und hier wollen heftig Kieselsteine in den Berg. Da wollte ich schon sagen. Hey, lass dir meinen Kumpel da unten los. Oh oh. Los. I am forever in your debt. I see your little friend has yet to learn his flame command. Aha, ein Flammenkommando. Dann zeig mir mal. Go on, youngster. Give it a go. Wow. Jetzt kann Tricky, Tricky flammen. Exhausted. I could help you through the main gates. I need some food. Aha. Auf jeden Fall braucht er was zu essen. Tja, gehen wir jetzt hin. Ach, genau. Was zu essen? Was es da auf der anderen Seite gibt. Wenn ja, komme ich da lebendig durch. Also da komme ich nicht durch. Das heißt, ich glaube, ich muss tatsächlich was suchen, um den Kollegen was zu essen zu geben. Aber finden wir hier was. Oh Mann. Die hören ja gar nicht auf. Da waren wir drin. Das Holz. Da wollen wir doch mal gucken, ob Tricky sein. Achso, wie kann ich jetzt Flamme machen? Gar nicht. Ein bisschen doof. Also brauche ich was dafür. Auf jeden Fall. Mann. Komm raus. Komm raus, du Feigling. Halt. Ich brauche was, damit Kollege Tricky Feuer machen kann. Doch jetzt, oder? Go get it. Mama. Hä? Wieso Ball spielen? Was hab ich denn jetzt gemacht? Ich will doch kein Ball spielen. Ich will feuern. Wait for me!
Ja, ich warte aber für dich. Vielleicht muss ich ihm was zu essen geben, dass er dann... Flamme geht nicht. Ja, vielleicht geht Flamme, wenn der Kollege... Nein, geht nicht. Okay, keine Flamme. Ball spielen ist nicht. Warum kann ich keine Flamme? Das fehlt mir. Wow. Lernt, aber keine Flamme können. So, sagen wir mal, was ich brauche dazu. So, komm mal her. Würde das schon reichen? Nein, würde nicht reichen. Okay. Das heißt, hier machen wir mal Schluss für heute. Und dann schaue ich mal weiter im nächsten Teil von Star Fox. Und vielleicht lerne ich dann auch Feuerspeien. Bis dann und tschüss.